Datensicherung ist wichtig. Wer schon einmal seine Daten verloren hat, wichtige Fotos, E-Mails oder andere Dinge, weiß sehr genau, wovon ich spreche. Das Ganze gilt natürlich auch für das iPhone. Mit iCloud haben wir eine sehr einfache und flexible Möglichkeit, unsere Daten zu sichern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir zum Beispiel, wie hier, von dem iPhone 10 auf das iPhone 10s umsteigen wollen. Aber auch sonst ist es gut, wenn wir das iCloud Backup aktivieren und von Zeit zu Zeit Backups machen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alper und heute sprechen wir über das Thema Backup. Sämtliche Daten, die ihr auf eurem iPhone habt, wie zum Beispiel Mails, Fotos, Kalendereinträge, Notizen oder zum Beispiel auch Nachrichten von WhatsApp, können alle in der iCloud gesichert werden. Und wenn sie eben komplett gesichert sind, können wir dann auch den Schnellstart machen, wenn wir von dem iPhone 10 auf das iPhone 10s umsteigen wollen. Aber auch sonst lohnt sich grundsätzlich ein Backup. Wir gehen einmal in die Einstellungen und haben hier oben unser eigenes Profil. Wir sehen hier auch schon, wenn ich hier drauf drücke, dann geht es auch in Richtung iCloud. Klicken wir da einmal drauf und hier haben wir die Möglichkeit, unseren Namen zu ändern, Passwörter und so weiter und so fort, aber haben hier ganz wichtig den Punkt iCloud. Da klicken wir einmal drauf und hier sehen wir, wie dann aktuell unser Speicher aussieht. Ich habe ein 200 GB Programm und ihr seht 147 von 200 GB benutzt. Ich kann jetzt hier sämtliche Apps, die iCloud verwenden, aktivieren und deaktivieren. Was bedeutet das? Ich kann also sagen, wenn ein Backup angelegt wird, möchte ich, dass meine Kontakte mitgesichert werden oder auch nicht. Ich möchte, dass meine Notizen mitgesichert werden oder auch nicht. Wenn ich zum Beispiel Spiele habe, dann kann ich zum Beispiel den aktuellen Spielstand im Game Center in der iCloud sichern oder nicht. Meine Passwörter genauso, ich kann auch mein iPhone suchen aktivieren und so weiter und so fort. Hier seht ihr alle Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch WhatsApp. Den Punkt iCloud, das ist eigentlich so der Punkt, den ich euch hauptsächlich zeigen möchte, der ist aktuell eingeschaltet, genauso sollte es auch sein. Falls das bei euch nicht eingeschaltet ist, schaltet es ein. Wir klicken einmal da drauf und hier haben wir das iCloud Backup. Automatische Datensicherung für deine Accounts, Dokumente, Home-Konfiguration und Einstellungen, sobald das iPhone ans Stromnetz angeschlossen, gesperrt und über WLAN verbunden ist. Ihr seht, mein letztes erfolgreiches Backup war um 3.15 Uhr in der Früh, er macht das also regelmäßig. Ich kann aber tatsächlich jetzt auch ein Backup erstellen. Das kann ich grundsätzlich immer manuell auch machen und dann seht ihr, hier steht Backup erstellen und dann wird eben ein Backup angelegt. Je nachdem, wann das letzte Backup erstellt wurde und welche Daten in der iCloud schon gesichert wurden, kann es mal länger oder auch mal kürzer dauern. Es ist auf gar keinen Fall so, dass ihr jedes Mal ein komplettes Backup eurer Daten macht, also wenn ihr mehrere Gigabyte habt, die ihr an Fotos oder sowas habt, ist nicht so, dass er dann alles wieder hochschiebt, sondern er vergleicht schon ganz gut und schaut nach, welche Daten sich dann beim letzten Mal im Gegensatz zum letzten Mal verändert hat. Ansonsten würde das Ganze auch nicht so schnell gehen, wie ihr seht. Hier steht jetzt erstmal eine Minute, jetzt sind es zwei Minuten. Das wird relativ fix gehen. Er wird also hier das Backup machen und dann sind meine Daten komplett sicher. Ich kann also tatsächlich, wenn jetzt das iPhone kaputt geht, kann ich mir ein anderes iPhone nehmen und über iCloud mein komplettes iPhone wiederherstellen, inklusive aller Apps, inklusive aller Fotos, inklusive aller Daten, die ich eben habe und muss keine Sorgen mehr haben, dass das Ganze irgendwie verloren gegangen ist. Früher hat man das Ganze ja auch noch über iTunes gemacht, über ein Kabel. Ich selber benutze mittlerweile tatsächlich nur noch die iCloud. Erstens ist es sehr bequem und zweitens ist es voll verschlüsselt. Im Gegensatz zu Google arbeitet Apple auch tatsächlich nicht mit unseren Daten und kämpft auch sehr darum, dass unser Datenschutz aktiv bleibt. Von daher vertraue ich Apple und lade eben auch meine Daten hoch. Bislang ist da auch noch nichts passiert, wo ich mir da hätte Gedanken machen sollen. Macht einmal das Backup. Sobald ihr das Backup hier fertig habt, könnt ihr dann auch schon direkt auf das neue iPhone dann umsteigen. Das zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Grundsätzlich müsst ihr das aber nicht jedes Mal täglich machen. Das iCloud Backup sorgt automatisiert dafür, dass ihr eure Backups immer macht und dass ihr sicher seid. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.